So, ich mach mir Fallschirme, nimm Stuff mit, um immer den Knüppel zu reparieren und versuch so viel wie möglich zu holen. Perlen. Wir brauchen Perlen. Ja, ich geh Polymer. Merke Perlen holen. Wird's erholen, aber ich hasse unter Wasser. Wo ist denn der superschnelle Wolf? Hm, ist der tot? Wo ist mein Wolf? Hab ich gesaved, MP. Wo ist der? Hinter unserer Base. Ah, der Weise, okay. Wie sieht's aus mit Züchter von den Wölfen? Hab ich gesagt, aber die meinten, die sind, ein paar sind von den unseren. Warum kann ich nicht normal in die Base rennen? Was ist das? Weil Türen. Weil da noch Rampe sitzen muss. Nee, weil da doch Türen. Weil Türen. Ja, okay, dann erklären wir mal das Labyrinth. Piraten. Linke Seite Lager und Fabricator, rechte Seite Forges und Schmiede. Und Schmiede. Ganz unten. Oben können wir die Betten reinmachen und so irgendwas. Unten die Base wird euch so auf den Sack gehen, das sage ich euch jetzt schon. So, ich geh jetzt los. Wünsch mir viel Glück. Fällt euch etwa mein Eingang nicht, oder was? Der Eingang fällt mir nicht, weil ich nicht schnell genug reinkomme. Geschweige raus, wenn was ist. Dann werden eigentlich alle in die Flure blockieren, wenn Raid ist. Die Base blockt der ganze Tribe. Es ist komplett hergestellte Rüstung in den Schränken. Ihr müsst jetzt. Oh, sorry. Das war ich. Bleib mal mit. Nein! Ich geh jetzt noch einen Schuss. So, ich hab ein Stromnetz. Wir brauchen aber noch Outlets. Wir haben nur zwei geschossen. Da. Ernsthaft? Die schießen jetzt auf unsere. Ja. Ganz doch. Schreiben wir jetzt unsere Spikes an. Weil da gerade was kaputt ging. Wo ist was kaputt? Wer hat was abgerissen? Schnell. Shadow, dein Stuff liegt außen im Smithy. Ey, ich farm richtig viele Skorpione gerade ab. Gut, bring's heim. Man bekommt aus einer mit 600. Ist richtig geil. Bei uns unten gibt's richtig viele. Wir brauchen was zum Tanken, genau. Tools machen nicht so viel Damage, wir haben richtig viele Saber-Tools und sowas. Ich mein, kann auch hochrennen und Schild tanken. Ja, ich wollte auch was machen. Schild und. Ja, wir können das ja so machen, einzeln immer mit Saber-Tools hoch, dann das Schwein. Nehmen, ja, die Schweine mit, genau. Ja, stimmt. Die heilen. Nee, ich würde Tanktiere mitnehmen und die Schweine heilen die Tanktiere. Ja, manche. Soll ich den zweiten Türrahmen entfernen, dass man schneller reinkommt? Ja, das Rinn raus muss schneller gehen. Ja, tiefer sitzt. Da läuft schon wieder einer von denen um die Base. Das bin ich. Fuck, ich. Aber ich weiß nicht, ob dann der, Kann er unser Ausgang gelöst? Ob dann die ganze Wall einstürzt, weißt du, was ich meine? Haben wir noch einen Ausgang? Ich packe in die Werkbank. Okay, ich bin schon mal oben. Wo sind Schweine? 2500 Chitin. Schweinis. Tankfischer. Haben wir Schweine? Wo ist das Schwein? Ja, Captain Rex, Captain. Wo sind die Schweine? Ja, hinten am Ecke. Steht auch noch eins. Warum sah der nichts? Wo ist der? Ich hab noch Spikes. Ich hätte komme auch noch rein. Mit dem E-Menü. Getankt. Das Schwein hier ist am Verhungern. Im Steko vielleicht. Die brauchen Fleisch, oder? Ja. Das ist das höhere Schwein. Also, unsere Tiere sind alle wahrscheinlich am Verhungern. Oh, da bist du gecheckt. Soll ich mitkommen? Ich tank schon. Dort über. Ja, oben. Ja, es ist noch kein Schwein, du. Ja, egal. Soll ich kommen?
Da hinten dran ist der Tower. Ja, ja. Ab hier schießen wir. Ah, okay. Jetzt hat geht's. Nicht so weit nach vorne. Bitte. Einfach nur ein ganz kleines Stückchen neben den Dingen. Besten, du musst Leben skillen. Je mehr Leben dein Schwein hat, desto mehr Heals. Schweine! Mach mal Heile, Heile. Was? Wo sind die Schweine? Wir brauchen Heal. Ja, dann Heal. Eins der Schweine wäre gerade fast in die Tür gerannt. Ich muss das erstmal umstellen. Heilt es euch oder muss ich da noch was umstellen? Das heilt nicht, glaube ich. Also ich spüre nichts. Schon nicht. Warte jetzt, ich versuch's. Doch, das heilt. Soll ich auch mit dem Stego raufkommen? Ja, jetzt heilt. Wie viel Life hat der? 3,5, oder? Ja, 3,5. Ja, ja, ja. Das ist gut, 3,5 ist richtig gut. Mein selber hat nur 2,1. Ja, Hammer, was um das dann wegzubomben? Der wird, du musst Linkskip machen. Ich hab Raketenwerfer, aber. Ach, anders meine ich, anders. So, ich geh wieder, ich bin voll. Komm, EP. Ich bin nicht voll. Weiter heale. Healing geht auch nicht bis zu älter. Ja, ich bekomme beim Spieler auch Damage. Kann ich bei dir ein bisschen Fleisch? Ich heal gerade damit. Ja, damit ich das zweite Schwein heile. Beim Spielerleben. Man bekommt auch als Spieler Damage. EK, hast du Polymer mitgebracht? Ich wollte nicht losgehen, weil nur noch 10 Minuten. Ich habe Chitin aber 2000 mitgebracht. Hast du das schon abgeliefert? Ja. Selber. Irgendwie selber tu vor den Gegner. Ah, da drüben. Nicht, dass er Rakete schießt. Und farm. Mit dem Ankylo. Aber die Spike Wall ist ja noch unsere Base, ne? Ja. Irgendwie, was ist passiert, wenn die. Healen mich doch, ich bin nicht voll. Ja, wir haben. Ende, die Schweine tauchen nix. Na, du musst voll laden. Panzerung und sowas. Ja, ist aber nicht gemacht, wo. Ach, da hat so viele Turret-Shots reingemacht. Wow, er darf nichts machen. Doch, er hat geschossen. Er hat geschossen. Er hat Long Leap gelernt. Er schießt auf mich mit Darts. Mach Fotos, mach Videos. Jo, hat mich getroffen. So, jetzt reicht's. Darf ich zurückschießen? Ja, nein, vielleicht. Du schießt immer noch in die Base drin. Hast du ein Video gemacht? Ich hab Video. Oh, Ika, weg da! Nicht die Rakete schießen, ich werd vorher abgefangen. Kriegen alle mir ab. Ilka, hielt dich voll. Alles gut, EP, ich bin überhaupt bei. Stego, pass auf, du bist langsam im Rückwärtslaufen. Ja, ich weiß. Mittlerweile aber viel. Warum sind okay Spikes Runazus, die Base symbolisieren? Nein. Und wenn, ist es nur Anyvoleas. Ja, du musst aufpassen, gleich ist Pause. Ich weiß nicht, ob es Slow-Mo-Pause oder. Wie gleich ist Pause? 19:30 ist es 19:20. Ja, runter. Ich würde zur Base gehen, das Ding dann. Ja, das Vieh ist kack langsam. Ja, ich bin außer Reichweite. Alle in die Base auch rein, damit da nicht die was klauen. Ich sehe hier draußen noch der Raum.
einfach mal eben kurz essen. Vielleicht muss einfach jemand Fleisch holen gehen und dann tanken wir die Kacke weg. Die Tür zu machen, ne? Wichtig. Wir müssen draußen noch die Zinsen lernen, weil... Da kann man sie drauf zugreifen. Okay, wessen Idee war das hier mit dem Fabricator? Wow. Shit. Sie steht nicht besser. Geht der Server down oder ist Slow-Mo? Keine Ahnung. Gummo. Wir entscheiden, wie oft es geschossen wird, dann machen wir zu, wenn es zu viel ist. Das heißt, wir liegen immer noch unter 100 Geld. Oh, sehr gut. Also ich würde hinten im hinteren Bereich die Türen wieder abreißen. Sodass der Bereich Fabricate das nicht die eine Bereich ist. Weil jedes Mal zum Zwarfen von 30.000 mal im Dreieck zu laufen. Foundation habe ich jetzt noch rausgenommen. Fischchen, darf ich mir eine Long Neck machen? Das dürfte genug Material da sein, ja. Dafür nach der Pause ist Podi. Ja. Zu spät, Safe World war schon. Kommt vielleicht ja noch einer. Ah, ist zu, okay. Perle, auch ganz wichtig, sonst wird das mit Turrets nie was. Ja, nach der Pause gibt's eine Ressourcenaufteilung, wer was farmt und aus. Achso, die schließen den Server. Okay, ich hab gedacht, so mal. Wie lange? Halbe Stunde? Ja. Bis 8. Willkommen beim Imperium zur neuen Session-Runde. Hi. Hey. Hallo. Alle wieder dabei, alle Klonkrieger und angehende Sith-Meister. Ja. wir wollen die Session ziemlich viel machen. Die Aufgaben sind schon verteilt worden von Molte. Und die versuchen wir natürlich in zu Halle, aber man weiß ja nie, wie das mit der Planung so läuft. Gut. Was war Moini? Ich hab's schon wieder vergessen. Perlen. Was gäbe ich nochmal zum Flitze als Verfügung? Wo ist mein Wolf? Schnapp dir, ja, Wolf. Ja, so ist er. Partner. Die Wölfe erst paaren. So fängt's schon an. Direkt vor der Base ist 25er. Molte, kannst du noch einen weiblichen Wolf damit aus? Direkt vor der Base ist was? Ich weiß nicht, weil... Bild. Glaub, wer heißt Endlich. Da? Ende, ich hab dich immer noch nicht. 25er Mammut, direkt Mammut. Vor der Base. Mammut, okay, mach ich. Molte, wir haben zwei Männchen, zwei männliche Wölfe, einen weiblichen Wolf. Den kleineren männlichen Wolf hat Jason mitgenommen. Okay, dann geht's. Deswegen sage ich ja, bevor jetzt noch ein Wolf geklaut wird, muss gepaart werden. Was ist denn geklaut? Der Warthof möchte spazieren gehen. Du hast's geklaut. Mama, push to talk, denn du hast irgend so einen Geklacker. Wer immer das ist. Das hat schwarze Stoßzähne. Da Polacke jetzt nicht da ist, geht wer anders mit mir in den Schnäkel? Es ist soweit ich weiß. Ja, dann Chris, Arm erst Holz oder so. Mammut liegt. Hammer Futter in der Base oder muss ich hole ohne? Ich glaube, was du kannst die Kibbel machen. Ja, ich gehe ohne hole, geht ja schnell. Ich habe letztens schon so toll. Du kannst die Kibbel machen, ne? Wir haben genug. Achso, wir haben Kibbel? Ja, Mammut braucht so Kibbel.
Unsere Blumen waren noch weg. Ja, ich brate die Wölfe. Ich bin gerade frei. Welches Kill brauchst du? Für Mammut. Raptor. Wie viel? Weiß ich nicht. 2 müssten reichen. Ist nur ein 25er. Ich wollte gerade bis Polacke Grashelm gehen, soll ich es dir dann bringen? Es ist nur 25, hast du nicht 125 gesagt? Ne, ich hab 25 gesagt. Ist dann egal. Reicht einer. Holzfarmen, weil Holz weniger wiegt in Mammut. Jo. Ich soll doch Perle machen, ich hab das jetzt nur schnell gelegt, weil die Wölfe gepaart werden. Ja. Ja, ich frag nur kurz, ob du dir den einen noch kurz schnappen willst zum Erkunden. Also, würde ich, wenn kein anderer soll, ja. Ja, kannst machen. Du bist hier noch beim Schwangerwerre, oder? Ja, ja. 60%. Kibbel sind drin. Jo, alles klar. Müsst ihr ja schon aufstehen. Nö, frisst noch nicht. Leider ist mir die Session-Aufnahme von der letzten Runde abgekackt. Deswegen haben wir gravierender Cut. Wir sind jetzt im Schneebiom, weil der alte Spot hier so schlecht zu bebauen war und ziehen das jetzt da hoch und dann gucken wir, dass wir wieder Schneck uns besorgen. Oder 4. Die Tiere sind jetzt auch schon wieder da. Wir haben da anscheinend ein Schweinespot. Das sind ja die neuen Heiler, wo es gibt. Giga haben wir uns natürlich auch schon wieder besorgt. Ja. 125er Rex. Legen. Nice. Ich sag ja, ich geh tanken. 95er Wolf zu klein? Fragezeichen. Was war? Level 95. Ja. Ja, wir kriegen schon bessere gezücht. Mammut ist in der Base, braucht Sattel. Wolf ist schwanger. Stellst du dich dahinter, dann kann ich mich schon mal an Kilo ausladen. Und Mammut sagt. Welcher ist es denn? Ah ja, gut. Och. Oh, Ente hilft, glaube ich, ausladen. Ente hat auch das Supergewicht. Wie viel Gewicht hat Ente? Nicht mehr. Ist noch jemand in der Nähe, falls es Zwillinge sind? 500. Habe ich Fleisch? Ja, nur gekochtes. Kann jemand schon ein Kippel füllen? Ist Elkato? Nein. Mhm. Ja, Chris, ich mach dir gleich Kippel. Ich weiß halt nicht, wie viel der braucht ungefähr. Ich dachte, Skorpion. Ja, das weiß ich jetzt schon. Aber ich weiß nicht, wie viel halt. Level? Obwohl, 125. 2. Oh, 3, echt? Sicher. 2 oder 3, mehr nicht. Wie heißt es? Rex Matten. Ist doch noch effektiver, oder? Ja, ist im Kühlschrank. Ah, okay. Ja, die brauchst du dir ja dann nur holen, Chris. Okay. Aber wenn wir wieder ein Schaf finden, wäre das ganz praktisch, weil unser Matten wird langsam, Kühllos, ja. Die eine Seite habe ich schon komplett lang, also da wo ja, das ist einfach, steht. Das ist einfach mehr. Ja, auf der Turmseite habe ich schon blank. Da wo wir jetzt sind, genau. Ah, da hast du schon leer. Bestimmt kommt der Giga gleich hochgelaufen. Macht ist nur ein Giga. Mhm. Okay, Wolfbaby ist da, ist weiblich. Okay. Ja, passt. 191 auf die Welt kommen. Okay, ja. Oh, das darf dann gleich nochmal. Dann gibt's wieder Baby. Ah, Shadow, Hilfe. Bist du in der Nähe, Molde, oder kann ich weg? Ja, ja, ich bin. Ich hab ja sowieso noch mein Saber. Du Saber ist in 6 Minuten. Ich meine, wenn ich gerade mal so... So, habe ich Tauchsache? Ja. Nur musst du ja nach hinten, da kommst du nicht hoch. Chris, bist du das mit dem Saber? Ich bin das mit dem Saber und dem Rex, ja. War geplant, dass ich allein losgehe? Pass ja, auf, weil so ich wenig will Leute den, da sind. Ich will den Rex okay. Vor der Base, wenn es geht, legen. Ja, kannst du dann ein bisschen... Ja, ich mach die Safe-Tour. Ah, er läuft weg. Ich glaube, er ist schon fast betäubt. Gut, dann bis später. Später. Shadow, warte mal. Ja.
Shadow, wie läuft's bei euch so wegen Zement? Das war ganz gut. Oh, okay, doch nicht. Habt ihr denn schon ein paar Fliegen gesehen? Hinne, ja. Wo ich das letzte Mal die Ankylos getamed habe und so, ist ein 40er Gürteltier. Ja. Und die Mini-Stegos sind da auch. Aber kann ich jetzt nicht Level gucken, der piekst mich schon. Ihr tamed schon den 125er T-Rex, oder? Chris? Ja. Shadow, wo bist du? Die Schildkröte, denke dran, Züchter. Ja, Ilka ja. Halt. Ja, wenn nicht, wer werden beim Raid auch in der Schildkröte hocken? Okay, doch wow, so viele. Die doch Begeisterung so viele. Ist groß. Molde, dann prägst auf dich. Ja, ich würde halt erstmal noch warten, weil Schildkröte dauert wahrscheinlich 10 Minuten. Captain. Bis sie groß ist. Wollen wir nach der Zementrunde ins Redwood ein paar Beeren und so tamen? Ja. Wollt ihr nicht lieber Wüste nach Tylas gucken oder Terrorbad? Ja, Wüste ist nicht gefährlich und Bären sind... Ach, Shadow. Wenn wir uns zurückhalten, dann... Wir wissen doch alle, dass... Wenn wir jetzt echt Tylas wollen... Katze. Dann würde ich sagen, wenn wir die Aufgabe alle erfüllt haben, rund, dass man dann zu viert auf die Wüste geht. Ja. Dass der Tamer wirklich klappt. Ja, renn weg. Kennst du den See? Alles gut. Ist alles gut, uns rennt eine Katze mit Raketenwerfer hinterher. Nein, die ist in eine andere Richtung. Okay, ist sie weg. Malte, ist da jetzt noch viel Metall rundherum? Nein, gar nichts. Halt einfach Holz und warten bis Nachspawn. Okay, dann mache ich jetzt den Mammutsattel und gehe Holz fahren. Ja. Komm mal, welches Level ist der Rex? Ich glaube, es wäre echt ganz gut, als Alternative zu Tylaku, das Bären zu Tail sein. Und Redwood ist kaum